Hallo, meine lieben Star Wars Berauschten. Ich mach nicht lange rum. Ich steige direkt ein. Folge 4, Boba Fett. Wir sehen uns am Ende zum einen schnellen Review. Bis gleich. Like a Panther. Like a Panther. Mhm, interessant. Aha. Genau, verdammt gute Frage. Von was ernähren sich eigentlich Panthers? Wow, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ab in die Disco mit dir. Ach nee, ein Cyberdog. So stelle ich mir dann die Verfilmung von Cyberpunk 2077 vor. So, der kleine Schnatz. Das amüsiert mich jetzt wirklich. Geiler Droide. Leg dich niemals mit dem Koch an. Niemand hat Alarm geschlagen. Dann schnell in den Hangar. Okay, ich muss an dieser Stelle pausieren. Für mich quasi eine Erinnerung hinterlassen. Es ist jetzt die vierte Folge und es ist mir schon in den ersten drei aufgefallen. Sie kommentieren alles, was sie machen. Sie kommentieren alles. Ich meine, ich höre, dass kein Alarm ausgelöst worden ist. Ich höre es. Da muss es mir Boba jetzt auch noch nicht sagen, ja. Ich meine, ach, egal. Kleinigkeit. Weiter geht's. Der Rattenfänger. Oh Gott, ist der geil. Ah, ah. Das fühlt sich jetzt nach Boba Fett an. Oh, das wird jetzt gemein. Das wird gemein. Boba, du bist eine echt harte Sau. Das war jetzt eiskalt. Unfair, eiskalt, gerecht. Hello. Oh. Och nö. Der Sarlacc kann doch nichts dafür. Alter. Du. Die Sarlacc-Grube. Da drin war ich vor all den Jahren gefangen. Ja. Dort werde ich meine Rüstung finden. Nein. Da drin? Also, das finde ich jetzt gerade ein bisschen... Nicht das geringste erkennen. Ich weiß, wir sehen, dass du es... Das ist wie bei seiner Darmspiegelung. Ich sehe ein Polypen. Alter! Ha! Tilo, deine Träume wurden wahr. Und jetzt volle Deckung. Ja, aber wohin? Der arme Sarlacc. Gute alte Kneipenschlägerei gleich. Alter! Oh Mann! Was hält uns davon ab, dich zu töten und uns zu nehmen, was wir wollen? Junge,
wenn das Pike-Syndikat von euch verlangt, mich zu verraten. Na, der ist aber leichtgläubig dann, wenn das passiert, also. Hier jetzt nur wirklich ein sehr schnelles Review. Ich werde natürlich im Gespräch mit den Alexander und Thilo tiefer dann eintauchen in die Folgenbesprechung. Und trotzdem, die Folge hat mir gefallen. Also wenn ich sie mit der letzten vergleiche von letzter Woche, war das eine echt irgendwie harmlose, gute Folge. Es hatte wieder so diese Boba Fett-Momente, das, also wie er die Biker-Gang ausgeschaltet hat, eiskalt. Wow, das, also da habe ich es gespürt. Jetzt ist er irgendwie komplett, also deswegen weiß ich nicht genau, was da los war letzte Woche. Was mir gefallen hat, naja, wir wissen jetzt schon, er ist so weichgespült. Diese moralische Botschaft am Ende mit dieser Kooperation und auch wie er Fennec für sich gewinnt und Chrysantis, den schwarzen Wookie. Und natürlich musste er einen Arm ausreißen, meine Güte. Sei es drum, aber somit, er versucht sie so mit Respekt und du kriegst einen Job und Kooperation bei den anderen Häusern. Und jetzt wissen wir, wohin die Reise geht. Also ich vermute, wir werden eine zweite Staffel bekommen. Es würde mich irgendwie freuen, weil dann haben wir dann sowas wie der House of Boba Fett. Er will ja ein Haus gründen. Jetzt haben wir eine Mission. Jetzt kann ich ihn verstehen. Jetzt weiß ich es irgendwie. Er will Tatooine beschützen. Hat er ja auch gesagt. Also jetzt. Er wird der Beschützer von Tatooine. Das will irgendwie vielleicht auch sowas wie der Robin Hood. Das gefällt mir. Hat mir Spaß gemacht. Es hatte natürlich, ich habe es ja jetzt hier live kommentiert, auch dumme Momente. Dumme Momente, wo ich mir sagte, Alter, muss das sein hier, den Hasen in der Küche fangen oder das Bobas Palast, also Jabbas Palast quasi einen Geheimgang hatte mit der Kanalisation und ich natürlich dann auch überlegt habe, also sag mal es mal so, Plausibilität ist nicht die Stärke dieser Serie an sich. Sie ist unlogisch. Und in dieser Folge hat es mich jetzt nicht so brutal gestört. Also ich habe diesen unlogischen Momenten jetzt nicht so diese schwere Bedeutung gegeben, sondern irgendwie so in Gänze, dass Boba jetzt mal ein bisschen härter war. Das hat mir gefallen. Das mit dem Respekt habe ich jetzt erst so richtig in dieser Folge begriffen. Es wäre eine gute Pilotfolge gewesen in der Form, aber eben dieses Unlogische, in die Sarlacc-Grube zu fliegen, um zu sagen, ja, da ist meine Rüstung und ich mir denke, Alter, er ist doch da rausgekommen aus der Sarlacc-Grube. Und hier und da fühle ich mich natürlich als Zuschauer verarscht, bezogen auf, naja, die werden es schon vergessen haben. Wir machen jetzt so ein bisschen was Cooles mit dem Sarlacc und mit der seismischen Bombe. Ja klar, ich mag dieses Geräusch. Ne? Das war irgendwie trotzdem schön. Aber der Sarlacc ist tot, ja. Also so die Exoten von Star Wars werden gekillt. Ja, da tut es mir irgendwie ein bisschen leid. Und trotzdem war gut, die Biker-Gang, also der Cyber-Mod-Doc und so, diese Techno-Musik, ja, also ich mache mir Notizen, ich schaue mir die Folge auch gleich nochmal an, um eben für den morgigen Talk mit Alex und Thilo bereit zu sein und ich werde es auch in den nächsten 2-3 Tagen dann auch veröffentlichen. Meine lieben Star Wars-Berauschten, ich freue mich auf eure Gedanken, wie euch diese Folge gefallen hat. Und möge die Macht mit uns sein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Peter. Tschüss.